zu einem neuen Spieletest hier mit mir, Fred. Und das Spiel, was wir uns heute anschauen wollen, heißt Spotted. Das kennt ihr vielleicht schon oder kennt ihr vielleicht noch von früher. Mit den Doubles, du musst gleiche finden oder gleiche Symbole finden, gleiche Bilder finden. Und hier ist er schon, unser Kleiner. Der wacht jetzt auf mit seinem einen Auge. Und ich werde euch mal erklären, worum es geht. Also der Entwickler hat mir freundlicherweise einen Account zur Verfügung gestellt mit sehr, sehr vielen Juwelen. Und ich bin auch jetzt schon auf 1065 Pokalen. Und ich würde sagen, wir gehen einfach mal direkt rein. Ich zeige euch mal, worum es geht. Erst einmal natürlich Grundprinzip, wir haben die Doubles. Das sind unsere kleinen Freunde, die haben spezielle Fähigkeiten. Wir sehen das jetzt zum Beispiel schon, der Hattori ist derjenige, den ich gerade ausgewählt habe. Und der Hattori kann jetzt verschiedene Sachen machen und so weiter. Also will ich jetzt gleich auch alles so drauf eingehen, wie man das noch weiterentwickelt. Es ist ein PvP-Spiel, du kannst gegen Leute aus der ganzen Welt spielen, du kannst gegen deine Freunde spielen. Es ist echt lustig, muss ich wirklich sagen. Du hast hier Kisten, die du öffnen kannst. Wir sind gerade in Arena 3. Es gibt verschiedene Arenen, wir fangen mal unten an. First Steps, Camping, Beach, On the Road, Restaurant. Und ja, das sind 5 Arenen, 4000 Pokale, plus ist die allerdings. Da bin ich noch nicht, wir brauchen Energie, wir wollen spielen. Boah, wobei, Moment, wir öffnen das lieber. Wir öffnen das lieber, eine, dann kriegen wir gleich Bonus. So, Moment, was kriegen wir raus? Aha, wir kriegen Punkte. Du, immer wenn du natürlich Punkte kriegst für deine Doubles, dann kannst du sie upgraden. Das werden wir gleich noch sehen. Wir gehen mal direkt rein. Ich zeige euch das Spielprinzip. Wir spielen gegen Mallory. So, du musst nämlich gleiche Symbole finden. Und jetzt muss ich mal eben gucken, dass ich jetzt hier nicht komplett verliere. Und mein Freund... Nein. Wo ist denn hier was? Oh, das Holz. Schnell. Ich muss echt noch erklären. So, das Haus. Jetzt ist nämlich gleich die Spezialfähigkeit voll. Dann kriegen wir nämlich... Dann hilft er uns ein bisschen. Jetzt können wir das Auto wählen. Oder was war da ein Auto, ne? Jede Arena hat nämlich verschiedene Sachen, verschiedene eigene Symbole so thematisch angepasst. Jetzt bin ich... Ey, ich bin komplett verwirrt. Ich bin gerade ohne Witz komplett verwirrt. Einfach nur, wir können schon wieder machen. Alter, was ist denn hier los? Hilf uns doch! Schnell, wir brauchen Punkte. Oh, der führt schon voll weit. Aber ich hab's gerade nochmal gedreht. Komm, ich darf nicht verlieren. Ich darf nicht verlieren. Komm, Power. Wir haben noch ein paar Sekunden. Bitte. Was ändert der? Wir brauchen das Eichhörnchen. Gib mir das Eichhörnchen. Schnell. Oh Gott, das wird knapp. Ah, wir verlieren. Nein. Ich will nicht verlieren. Power. Nein, wir haben verloren. Ja, ganz knapp haben wir verloren. Ey, das war echt mal krass. Vor allem gegen Freunde ist das einfach richtig lustig. Wir haben jetzt zwar 29 Pokale verloren, aber ihr habt es gesehen, es war richtig knapp. Mein Hattori ist nämlich auf Level 5. Und der hat mich besiegt, obwohl sein Hattori erst auf Level 4 ist. Was ist da los? Ah, Mann. Wie gesagt, jede Arena hat die eigenen, ja, hat ein eigenes Design, hat eigene Symbole, du musst Doppelte finden. Du kannst halt mal in der Arena spielen, du kannst auch Challenges machen. Das sehen wir jetzt hier, Classic Challenge, Speed Challenge, Combo Master. Das ist im Grunde alles viel zu viel, um es in einem Video zu erzählen. Events gibt es, zum Beispiel die Daily Solo Challenge, die endet in 12 Stunden. Gold Rush, also ziemlich viel. Ziemlich viel, was noch ganz cool ist. Wir werden jetzt mal hier wieder drauf gehen auf Arenas und dann werden wir sehen, dass wir auch noch die Starbucks haben. Dafür brauche ich allerdings 10 Siege. Im Shop haben wir noch eine Kiste, oder beziehungsweise eine, ja, es ist eine Kiste, eine Box, die wir umsonst haben. Die Double Box umsonst, die öffnen wir jetzt mal eben. Ich brauche ein bisschen Luck. Wir können auch noch, eine Spezialkiste öffnen, beziehungsweise eine Spezialbox. Ich würde gerne noch einen hochziehen. Oh, wir haben sogar 4 Gems bekommen, geil. Wir können nämlich die Prestige Box öffnen. Die kostet 1000, wir haben es ja. Ich will auf jeden Fall gleich noch gewinnen. Es sind einige, du kannst sie dann sammeln mit der Zeit, die Doubles. Am Anfang hast du natürlich nur einen, dann werden es mehr. Dann kannst du sie sammeln, dann kannst du sie ausrüsten, dann kannst du sie besser machen. Dann haben sie ihre Spezialfähigkeiten, wie ihr habt ja gerade gesehen. Der Double, den ich jetzt gerade habe, der hilft mir dann dabei, der verändert die Symbole und dann kriege ich mehr Punkte. Du hast einen, der wird zum Beispiel, der freest die Züge deines Gegners ein, das ist auch ganz cool. So, Hattori, ah, 197, einen müssen wir noch. Ich will Hattori noch hochziehen, das wäre geil. Das wäre richtig cool. Ich zeige euch natürlich auch gleich noch die anderen Doubles. Und ja, wenn euch das Spiel gefällt, lasst auf jeden Fall mal ein Like da. Ich muss tatsächlich sagen, es hat mir echt gut gefallen bisher. Macht auf jeden Fall Spaß. Es ist anstrengend. Es ist wirklich anstrengend. Du musst dich echt immer konzentrieren. So, das ist unser Hattori. Wir nehmen jetzt gleich tatsächlich nochmal. Wobei, wir können eigentlich jetzt mal... Die haben alle verschiedene Fähigkeiten. Also zum Beispiel er gibt dir dann mehr Punkte für die nächsten Züge. Er hier, der Frosty, ist ja schon eigentlich Erklärung. Er freest den Opponent, er freest den Gegner für eine bestimmte Zeit. Das würde ich sagen, das machen wir jetzt mal. Vergeltung gibt es hier auch, wenn du quasi gegen jemanden gespielt hast. So. Jetzt geht's los. Jetzt. Oh, wir können hier noch was öffnen. Haha, bevor wir loslegen, können wir das noch öffnen. Die Box. Was haben wir da drin? Ah, bitte gib mir Hattori doch mal. Frosty zweimal. Das sind halt die Chips. Du kannst auch doppeltes Gold kriegen, wenn du dir ein Werbevideo anguckst. Das machen wir jetzt natürlich erstmal nicht. Wir wollen den spielen gegen Moa. Wir wollen ihn jetzt natürlich besiegen. So, ich muss schon mal gucken. Wo ist was? Da ist was. So, Moment. Die Fliege. Hotdog, was sehe ich da noch? Stiefel? Das ist die Fliege.
Bäumchen. Ach komm bitte, ich muss jetzt mal gewinnen, ey. Gib mir den Hotdog, jawohl, sauber. Hotdog, jetzt freezeln wir ihn, sehen wir jetzt nämlich. Ist jetzt gefreezelt und wir können das nicht nutzen, weil ich blöd bin. Oh, ey, ihr seht das wahrscheinlich viel schneller als ich. So, komm, ich baue das Haus. Gib mir das Haus, gib mir das Haus. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Gib mir das Haus. Oh, das ist echt hart. Vor allem jetzt der Vorführeffekt, da werde ich wahrscheinlich total versagen, Leute. Ich werde wahrscheinlich, total versagen. Wo ist jetzt hier noch was? Wo ist jetzt hier noch was? Was Fernglas noch? Er sieht aber nicht schlecht aus diesmal. Er sieht nicht schlecht aus, das Radio noch. Er macht gar nichts. Er war die ganze Zeit gefreezelt. Jetzt hat er erst Punkte gekriegt. Okay, jetzt hat er uns aber nochmal ganz schön. Jetzt hat er uns aber nochmal ganz schön einen mitgegeben. Das wird nicht reichen. Ich kann euch schon wieder verlieren. Wie peinlich. Ich habe eben die ganze Zeit gewonnen, jetzt verliere ich. nein, das habe ich. Das gibt's nicht. Das noch. Ich brauche ein Wunder. Ah, ich sehe nicht, was es noch gibt. Ihn noch. Schnell den Waschbär. Oh, den Mond. Ah, ich brauche noch die. Was ist denn das? Das Ding noch. Oh nein, wo ist denn hier noch was? Hey, bin ich blind? Ach da, die. Oh, die Fliege noch. Das wird nichts. Ich seh gerade gar nichts. Ey, wir brauchen das. Was ist denn das da in der Mitte? Ich weiß nicht, was das sein soll. Nein, 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 die Uhr. Oh, das Ding genau. Sehr schön. Also wir verlieren. Ich bin auch nicht mit dem Frosty, bin ich so ganz zufrieden. Eben mit dem war es besser. Wir können den gleich nochmal nehmen. Ey, ich bin gerade so verwirrt. Ich sehe gerade gar nichts. Hier die Lampe. Ah, der Mond. Das ist einzig Schwierige, dass du dich dann zwischendurch immer mal wieder gewöhnen musst an verschiedene, ja, an verschiedene Symbole. Ne? Du hast dann in den unterschiedlichen Arenen, hast du, wie gesagt, unterschiedliche Symbole. Da ist die Axt noch. Das ist schwierig, echt. Sonnenbrille noch. Oh, Power nochmal. Wir können die nochmal füßeln. Ey, so weit. Ja, wir liegen, so weit liegen wir gar nicht zurück. So, der Stiefel noch. Es könnte schlimmer sein, aber wir machen noch nicht so viele Punkte leider. So, der Bär noch. Ich brauche mal ein bisschen noch so eine Kombo. Desto mehr du natürlich hast auf der oberen Seite in dem Rad, desto mehr Punkte kriegst du natürlich auch. Nein, der Pilz natürlich nicht. Du Idiot. Alles außer dem Pilz. F ist immer noch gefreezed. Für ihn muss das auch eigentlich ein bisschen blöd sein, weil er ist ja die ganze Zeit gefreezed von uns. Und dann macht er seine Punkte und wir sind jetzt komplett weit hinten. Also ist eh vorbei. 2 Sekunden noch. Wir haben ihn nochmal gefreezed. Wir nehmen jetzt nochmal, Leute. Wir nehmen jetzt nochmal unseren Hattori. Ach, ich kann sogar nochmal. Ich habe ihn gefreezed und ich könnte sogar nochmal weiterspielen. Ich finde die Symbole nur einfach nicht. Ich seh sie nur einfach nicht. Wo ist das Symbol? Wo ist das Symbol? Ich bin zu blöd dafür, glaube ich. Und ach, da. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Warum finde ich das Symbol nicht? Warum finde ich das? Wo ist das nächste denn jetzt? Ich bin echt blind. Entweder das Symbol, gibt es nicht. Oder ich sehe es einfach nicht. Wo ist es? Erlöse mich doch. Hallo? Ich glaube, ich bin echt. Ich glaube, wir müssen den Charakter gleich mal wechseln. Ich sehe nämlich das Symbol nicht mehr. Da. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Aber sehe ich es wieder nicht. Wo ist denn da was? Häuschen sehe ich nicht. Tasse sehe ich nicht. Ach, der Mond. Oh. Ja, das ist so, wenn man dumm ist. Wir hätten eigentlich gewinnen können. Wir hätten das locker gewinnen können eigentlich, aber wir waren blöd. Ich war blöd. Jetzt muss ich mal gewinnen, ohne Mist. Jetzt reicht's mir. Jetzt ist meine Ehre hier auf jeden Fall. Jetzt ist meine Ehre ganz stark angekratzt. Jetzt nehmen wir den Hattori. Aber bevor wir den Hattori nehmen. Moment, ich habe ihn noch nicht gewechselt. Bevor wir den Hattori nehmen, werden wir jetzt nochmal was holen. So. Die Box. Gib mir den Hattori. Gib mir den Hattori. Ja, wir haben den Hattori. Sehr schön. Den können wir jetzt nämlich upgraden. Das können wir uns nämlich mal angucken. So, mein lieber Freund. Wir graden dich jetzt ab. Das kostet uns ein bisschen was. Aber jetzt ist er schon Level 6. Ah, sehr schön. So, gegen Hobbes. Au, oh, er hat den Footballspieler. Das heißt, wenn er den zündet, dann kriegt er die nächsten Runden etwas mehr Punkte. Das ist wieder eine andere thematische Zuordnung jetzt hier. Wir nehmen den Kaktus. Bitte, gib mir irgendwas Gutes jetzt. Gib mir irgendwas Gutes. Ja, genau. Da, zack, die Glühbirne. Sehr schön. Das gibt nochmal schön extra Punkte. Schneemann. Was nimmt er? Wo ist der Drache? Da ist der Drache. Oh, schnell. Wir sind noch ganz gut dabei. Wir sind diesmal echt ganz gut dabei. Ey, wirklich, ich kann so auf Power ziehen. Das Ding ist so genial auf dem oberen Level. Wir haben ihn. Diesmal haben wir ihn. Diesmal lasse ich es nicht so, dass ich verliere. Diesmal verlieren wir nicht. Karotte. Oh, wir haben ihn sowas von. Das gibt eine richtige Demontage diesmal. Power schon wieder. Special-Fähigkeit schon wieder gezogen. Komm, Sonnenbrille. Time is for up. Ja. Aber was für ein Sieg. Was für ein Sieg war das denn? 183.000 Punkte. Sauber. Ja. Da kriegen wir nämlich die Sterne. Ich hatte eben gesagt Sieg, aber es sind Sterne.
quasi, wenn ich jetzt nochmal 5 Sterne hole in den Kämpfen, desto mehr Punkte ich hole, desto mehr Sterne bekomme ich. Dann bekomme ich die Starbucks, aber wir würden noch. Ich würde sagen, wir machen noch eine Challenge ruhig. Wir machen noch eine Challenge. Wir gucken mal, was es noch so gibt. Classic Challenge, Speed Challenge. Ich würde mal sagen, Combo Master ist ganz cool. Habe ich noch nicht gespielt. Aber du musst natürlich eine Anzahl an Kombos machen, bevor die Zeit abläuft. Das klingt ganz lustig. Komm. So. Soll das eine Orange sein? Das ist eine Axt auf jeden Fall. Okay. Komm. Was können wir jetzt denn nehmen? Ah, der Drache. Wir sind noch nicht... Ich hab doch gedrückt. Yay, der Regentropfen. Das ist gut. Da kriegen wir auf jeden Fall einiges an Punkten. So. Es sind immer unterschiedliche Symbole. Ich muss es auf jeden Fall... Wenn ihr mal wollt, dass ich das gegen Matthias mal spiele, können wir auf jeden Fall mal eine Folge machen. Ich finde das echt lustig, das Spiel. Muss ich sagen, das Spiel ist echt lustig. Ah, wir haben es, glaube ich. Also, es sieht ganz gut aus. Es sieht ganz gut aus, dass wir es hinbekommen könnten. Ja, der Drache, das müsste eigentlich reichen. Das hat uns jetzt nochmal einen dicken Schub gegeben. So, jetzt haben wir gedacht, wir haben nur noch 18 Sekunden Zeit. Wir müssen ein bisschen reinkloppen jetzt. Sonst wird das nichts mehr. 9. Oh, es wird nochmal knapp 10 Sekunden. Schaffe ich das nicht? Wo ist der Schneemann? Der Schneemann ist nicht da. Hallo, Schneemann. Wir haben es nicht geschafft. Es gibt's nicht. Wir werden ihn holen müssen. Oh, 14. Wir haben nur 11 geschafft. Aber komm, wir probieren es noch einmal. So. Zack, komm. Der Apfel. Da haben wir noch Schneemann. Schneemann ist schon mal gut. So, das Herz. Wir sammeln jetzt mal ein bisschen. Wir sammeln jetzt das Klebeblatt noch. Jetzt holen wir uns noch das Power-Ding. Komm, jetzt haben wir es doch schon. Ja, sehr schön. 9 Stück. So, nochmal eine... Ja, wir müssen jetzt noch ein bisschen warten. Wo ist denn hier noch? Der Kaktus? Ja, das ist auch eine Kombo. Okay, das war... Ja, das könnte diesmal besser klappen. So, auch nochmal einen hingesetzt. Der Clown. Ach, komm jetzt. Bitte, schnell. Oh, das Auto ist auch nochmal eine Kombo. Sehr schön. Auch nochmal eine Kombo. Sehr gut. Es sieht ganz gut aus aktuell. Oh, wo ist denn der Apfel? Der Apfel. Ah, das Männchen. Es wird wieder knapp. Ich weiß nicht, ob ich einfach zu schlecht bin oder woran es liegt. Jetzt können wir noch die Schere wahrscheinlich mitnehmen. Ja, die Schere nochmal. Ey, liegt das an mir, dass ich jetzt wieder 11 Stück habe? Oder woran liegt das? Es ist echt knapp. Das ist echt hart. Das ist echt hart. 12 Stück. Oh, echt krass. Ich muss besser werden. Ich muss auf jeden Fall besser werden. Wenn ich hier gegen Matthias gewinnen will, auf jeden Fall. Der ist in sowas, ist der echt gut. Aber ja, das war auf jeden Fall schon mal die erste Folge von Spotted. Und ja, wir haben ja die Doppels uns angeguckt, die Arenen angeguckt, Challenge haben wir geguckt, Events habe ich euch gezeigt. Also, es gibt viele lustige Sachen, die man hier machen kann. Und wenn es euch gefallen hat, lasst mal einen Daumen nach oben da, wenn ihr mehr Folgen sehen wollt. Ich finde das Spiel echt lustig, muss ich wirklich sagen. Dann lasst einen Daumen nach oben da, wenn ich mir gegen Matthias spielen soll. Wo ich wahrscheinlich verlieren werde, seien wir ehrlich. Aber na gut, dann lasst auch mal einen Daumen nach oben da. Aufwachen, kleiner Doppel. Da kann man nämlich Freunde hinzufügen. Ihr könnt mich auch hinzufügen. Aber dann werde ich einen neuen Account machen. Das machen wir nicht mit diesem Account. Dann würde ich einen neuen Account machen natürlich. Ja, lasst es mich wissen. Und dann würde ich sagen, Dankeschön, dass ihr dabei wart. Bis später. Tschüss.